Wie wichtig sind Auslandsaufenthalte für eine Karriere? Also ich glaube, ich wäre heute nicht hier, wenn ich nie im Ausland gewesen wäre. Würden Sie denn sagen, dass Sie in Ihrer aktuellen Position Ihren Traumjob gefunden haben? Jetzt bin ich genau da, wo ich wirklich sagen soll, so ausgefüllt habe ich mich noch nie gefühlt, inhaltlich und auch menschlich. Ist es genau das, was ich super finde. Könnte man auch sagen, dass Sie der Vorstand für Innovation und Zukunft sind? Ich würde sagen, für Transformation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Young Economist. Mein Name ist Juri Galkin. Und ich bin Lorenzo Wienicke. Und es ist mir eine große Freude und Ehre, dass wir heute hier eine weitere Aufnahme drehen dürfen in VW-Werk Wolfsburg. Und dass wir einen ganz besonderen Gast haben. Und zwar den Thomas Schmall, der der CEO der Volkswagen Group Components ist und in der Volkswagen AG, in der Volkswagen Gruppe, eben der Vorstand für den Bereich Technik. Guten Tag, Herr Schmall. Guten Tag. Grüß euch. Sehr schön. Herr Schmall, wir haben viele Fragen mitgebracht. Wir haben auch viele Einsendungen von euch bekommen. Vielen Dank dafür. Deswegen würde ich sagen, starten wir direkt mit der ersten Frage rein. Willkommen. Bei Young Economist geht es darum, Einblicke in das Leben eines Vorstandes zu bekommen. Deswegen direkt die Frage an Sie. Wie sah Ihre letzte Woche aus? Ja, die letzte Woche ist die letzte Woche vor dem Werksurlaub. Wir haben jetzt 3 Wochen kollektive Ferien. Und das war dieses Jahr besonders zäh, weil die spät sind, die Sommerferien dieses Jahr, 1,5 Monate später als vielleicht sonst. War noch eine lange Strecke und da ist das Phänomen, dass man vor Weihnachten und vor dem Werksurlaub immer die ganze Welt retten muss. Also alle Probleme kumulieren sich so in der letzten Woche vor dem Werksurlaub und vor den Weihnachten und da hat man einen hohen Entscheidungsdruck, komischerweise zu ganz, ganz vielen Punkten. Das heißt, die Woche war neben den Standardthemen, wir haben montags habe ich die Termine um die Komponente herum. Das sind 3 Säulen, auf die kommen wir sicherlich nachher nochmal zu sprechen. Da geht der ganze Tag mit inhaltlichen, strategischen Themen zur Komponente, zur Ladenenergie und Batteriezelle und System. Und Dienstag ist Konzernvorstandssitzung, dann ist es unser Gremiumtag im Konzern. Mittwoch gab es dann verschiedene Markengespräche zum Thema Zellen, Batteriesysteme und dann noch ungefähr gefühlt 500 andere Entscheidungen in der Woche. Die Termine sind so in einer halben Stunde gestaffelt. Ich habe das jetzt für mich geändert und habe gesagt, ich mache es in 25 Minuten, damit du wenigstens noch 5 Minuten hast, ein Telefonat dazwischen zu führen und andere Themen zu machen. Man lässt sich da ein bisschen bias, ist auch ein kleiner Tipp, wenn man so in die Standardsoftware reingeht, du kannst immer nur so 1/2 Stunden Termine anklicken. Man kann es auch anders machen, aber automatisch kriegst du 1/2 Stunde vorgegeben. Und wir haben das geändert, jetzt auf 25 Minuten, haben sich jetzt alle daran gewöhnt, dass du immer noch mal 5 Minuten zwischen hast. Und so ist das durchgetaktet. Wie voll ist Ihr Tag? Wann starten Sie morgens, wann ist es abends vorbei? Starten tue ich ziemlich früh, also ich komme so nach 30 Jahren Volkswagen, ich komme aus der Produktion, da gewöhnt man sich so ein bisschen auch an Schichtrhythmus, früh, spät, Nachtschicht, früh aufstehen. Die Schichten haben damals noch um 6 Uhr angefangen, also so um 6 beginnt aufstehen, frühstücken, ein bisschen Sport machen morgens sehr wahrscheinlich noch, wenn es gerade reinpasst. Und ab 7, 7.30 Uhr beginnt eigentlich dann der Büroalltag. Ja, und abends zieht es sich dann 21, 22 Uhr. Und das 5, 6 Tage die Woche? Am Samstag, Sonntag ist ein bisschen weniger. Das ist eindrucksvoll. Sie sind im Vorstand der Volkswagen AG für im Bereich Technik zuständig. Könnte man auch sagen, dass Sie der Vorstand für Innovation und Zukunft sind? Ich würde sagen, für Transformation. Also Zukunft, Innovation machen wir sicherlich alle. Wir sind alle strategisch orientiert im Konzern auf Zukunft und Innovation. Wir sind eines der innovativsten Unternehmen Volkswagen, daran zu arbeiten. Aber der Schwerpunkt, den ich eigentlich und was meine berufliche Laufbahn die letzten 5 Jahre geprägt hat, war Transformation aus der Verbrennungstechnologie rein in die E-Mobilität. Ich habe die Gnade und das Glück in meinem Leben, dass ich in eine Generation reingeboren worden bin, wo ich noch beide Welten erleben durfte. Ja, also meine Tochter, die wird nur noch E-Mobilität kennen in ein paar Jahren und mein Sohn auch. Und ich habe noch beides erlebt. Ja. Und ich komme aus einer reinen Verbrennerwelt, bin jetzt in so einer Übergangsphase und wir führen das jetzt in eine E-Mobilitätswelt. Deshalb stehe ich eigentlich und die ganze Mannschaft für Transformation. Ich habe es eben eingeführt und zwar haben Sie 2 große Titel. Zum einen sind Sie bei der Volkswagen AG, den Gesamtkonzern, Vorstand für den Bereich Technik und da gehört ja Laden und Batterien dazu. Und zum anderen sind Sie der CEO von der Volkswagen Group Components, wo wir heute zu Gast sind hier im Headquarter. Können Sie das vielleicht mal einordnen für unsere Zuschauer, die da nicht so drinstecken, wie ist die Struktur des Volkswagen-Konzerns und wie kann es sein, dass Sie von einem Teil CEO sind und dann im Vorstand von den anderen? Ja, also es ist eigentlich einfach. Wir haben unsere Marken. Ja, und die Marken sind die Schnittstelle zum Kunden und die Kunden kaufen die Markenprodukte. Und jetzt gibt es natürlich Querschnittsfunktionen, die Synergien in sich heben können, wenn man sie vernünftig organisiert. Software ist so ein bekanntes Beispiel. Ja, wenn jetzt jede Marke Software machen würde,
wird das sicherlich A, mal sehr teuer und B, sehr komplex und schwierig. Also hat man als Software als Querschnittlayer draufgelegt oder quergelegt über die Marken konzernweit. Und so gibt es die Komponente. Die Komponente ist der interne Zulieferer. Wir haben externe, interne Zulieferer. Wir sind als Komponente mit knapp 40 Milliarden Umsatz zwischen den Top 5 Zulieferern weltweit. Wir reden über 75.000 Kollegen, Menschen weltweit an etwas über 60 Standorten. So, das ist die Komponente und die liefert natürlich dann Motoren, Getriebe, andere Zulieferteile wie externe Zulieferer auch als Querschnittsfunktion über alle Marken. Baunatal, der Standort, der sehr geläufig ist, liefert über 50% schon außerhalb der Marke Volkswagen. Ja, also wir liefern aus Baunatal und den anderen Komponentenstandorten in alle Marken rein als Querschnittsfunktion. Und dann kam die Idee nochmal aus dem Konzern, dass man sagt, okay, was gibt es noch an Querschnittsfunktionen, die wir heben müssen, um schlanker und schneller zu werden. Und das ist das Thema Batteriezelle und Batteriesystem. Ich glaube, es ist auch einleuchtend, dass wenn jede Marke die eigene Zelle-Strategie machen würde, würde man nicht aus ausreichende Skaleneffekte kommen, sodass man Zelle und System nochmal und das zweite Thema Laden und Energie auch als großes Thema, als Querschnittsfunktion drüber gelegt hat. Und das ist das Ressort Technik. Das Ressort Technik besteht aus diesen drei Säulen. Ja. Batteriezelle, System, Laden, Energie, Komponente. Und da mir die Komponente ans Herz gewachsen ist, weil ich seit 2015 praktisch diese Aufgabe übernommen habe, rein aus der Komponente, die Komponente in fast ganz Norddeutschland auf E-Mobilität umgestellt habe, transformiert habe, möchte ich das auch noch in der Rolle als CEO, also gesamtverantwortlich für die Komponente, in Personalunion weitermachen, damit ich das, was wir angefangen haben, auch noch zu Ende führen kann und sich dann nicht andere ausreden können und können sagen, kann alles nicht funktionieren, sondern das machen wir jetzt zusammen noch. Also dahin bringen wir es hin, wo wir es hinwollen. Sehr gut. Kommen wir mal von den ganzen Konzernstrukturen zu Ihrer Persönlichkeit. Besonders in der ersten Veranstaltung in der ersten Hälfte der Veranstaltung soll es um Ihren persönlichen Lebensweg gehen. Gehen wir mal also einige Jahre zurück. War es damals schon in der Schulzeit Ihr Ziel, Vorstand der Volkswagen AG zu werden? Nee, bestimmt nicht. Also in der Schulzeit, ich bin sowieso von naturell aus jemand, der immer versucht, den Job, den er macht, am besten zu machen. Es gibt ja viele Menschen, die überlegen sich dann, was der übernächste Schritt schon, versuchen ihre Karriere, das habe ich nie gemacht. Also ich habe mir nie überlegt, okay, ja, was ist jetzt der Schritt, um an den Schritt zu kommen. Ich habe immer nur versucht, den Job, den ich jetzt aktuell mache, am besten zu machen. Okay. Ja. So, dann habe ich versucht natürlich, ich bin von der Ausbildung her Kaufmann, also Wirtschaft, komme nicht als Techniker ins Unternehmen. Wo bei so einem großen Konzern, wie kommt irgendwie das Licht auf dich? Also wie fällst du auf? Ja, wenn ich jetzt in einen Bereich gegangen wäre wie Vertrieb oder Finanz, wäre ich einer unter 100 Kaufleuten gewesen. Und da habe ich mich damals entschieden, im Parallelstudiengang Produktion, also Arbeitsorganisationswirtschaft mitzustudieren, um in dieses ganze Thema Ablauforganisation, Industrial Engineering, das waren so die Schlagworte. Als ich angefangen habe, konnte man eigentlich Volvo-Produktionssystem, Toyota, MIT-Studie, die großen Schlagworte, konnte man nur noch so Autos bauen und da habe ich ja, okay, da gehst du hin, weil dann bist du ein Kaufmann oder vielen Techniker. Ja. Ja, das ist erstmal nicht einfach. Ich hätte auch nicht in jedem Bereich anfangen können. Bin über die Planung in die Produktion gekommen und das ist eigentlich dann mein Weg gewesen. Und dann war mein großes Ziel, ich gesagt habe, wenn ich einmal Werkleiter werde, ja, und ein Werk verantwortlich führen darf, dann hast du es geschafft. Und mittlerweile haben es noch viel mehr geschafft. Würden Sie denn sagen, dass Sie in Ihrer aktuellen Position Ihren Traumjob gefunden haben? Ja. Also das muss ich wirklich sagen, man hat Höhen und Tiefen in jedem beruflichen Werdegang. Ich habe auch schon ein paar Mal gedacht in meinem Leben, ich gehe hier weg, das schaffst du nicht mehr oder das macht ja keinen Spaß. Das sind dann halt Tiefen, die man im Laufe dieser 30 Jahre hat. Das ist, glaube ich, Quatsch oder illusorisch zu sagen, das läuft immer, wow, super und es war immer toll, das war es nicht. Im Endeffekt bin ich genau da, jetzt bin ich genau da, wo ich wirklich sagen soll, so ausgefüllt habe ich mich noch nie gefüllt, inhaltlich und auch menschlich. Ist es genau das, was ich super finde. Ich habe viel mit Menschen zu tun, ich habe mit Transformation zu tun. Wir können in so einem Konzern wie bei Volkswagen unwahrscheinlich viel bewegen und ich habe was zum Anfassen und das ist meine Welt. Sie haben gerade gesagt, Sie haben viel mit Menschen zu tun. Kann man das so aufteilen? Wie viel Prozent Ihrer Arbeit besteht aus, Sie arbeiten selbstständig Dinge ab und wie viel besteht aus Meetings und Zusammenarbeit oder Reisen? Kann man das irgendwie aufteilen prozentual? Ja, das ist jetzt pauschal schwierig, das ändert sich auch ein bisschen. Das ist natürlich durch Corona das Reisethema fast zum Erliegen gekommen. Das ist aber auch eine interessante Geschichte, weil man ja eben früher gedacht hat, man muss alles persönlich bereisen. Ja. Ich glaube, eines der Hauptmanagementfehler, die wir machen, ist, dass wir durch die moderne Kommunikationstechnologie
immer uns daran gewöhnt haben, vielleicht in der Ausbildung der Menschen etwas nachlässiger zu sein, die wir dann rausschicken. Mhm. Oder zu sagen, okay, das geht vielleicht auch mit den Prozessen mal. Wenn es brennt, sind wir schnell da. Ja, du bist 24 Stunden erreichbar per Smartphone, du bist mit dem Flieger schnell da, überall. Und ich vergleiche das jetzt immer, jetzt nicht lachen, so ein bisschen mit dem alten Rom. Da hast du den Jahre ausgebildet, dann ist der Legionär nach Gallien, da war der 6 Jahre weg, dann ist er gekommen und hat gesagt, hab's erobert. Ja. Ja, so würden wir heute nicht mehr arbeiten. Ja, also wir sagen, okay, ruf mich in 3 Stunden an, ich brauche morgen ein Feedback. Und das, glaube ich, ist, beides ist vielleicht nicht richtig. Der Mittelweg muss man da machen. Und wir haben durch Corona sicherlich auch gelernt, vieles umzustellen und auch die Notwendigkeit von persönlichen und Präsenzmeetings abzuschaffen. Ja, und ich glaube, das war ein wichtiges Lesson learned. Ihre Frage war, wie ist die Aufteilung? Ich denke, 2 Drittel vom Tag sind es pure Meetings, wo Themen abgebackert werden. Und 1 Drittel sind dann Themen, wo ich strategisch arbeite, wo ich mir die Zeit nehme, mit Menschen zu sprechen, wo ich Feedbacks einhole, wo ich mir die Zeit nehme. Passt nicht immer, aber im Durchschnitt ist das so ungefähr. Nach Ihrem Schulabschluss haben Sie in Gießen BWL und Organisation und Arbeitspsychologie studiert. Mhm. Warum haben Sie sich für das Studium entschieden und glauben Sie, dass das ein guter Karrierestart sein kann, um eine Karriere im Management zu beginnen? Ganz ehrlich, nach dem Abitur war ich ein bisschen lost und habe mir überlegt, Mensch, was machst du denn? Ja, also jetzt alle sagen, ja, ich wollte immer schon Wirtschaftswissenschaft studieren oder ich wollte immer schon Arzt werden. Das war bei mir nicht der Fall, sondern ich habe mir einfach überlegt, okay, wo habe ich die größte, weil ich unsicher war, wo geht der Weg hin, was ist die richtige Entscheidung in deinem Leben? Willst du selbstständig werden oder willst du in ein Großunternehmen gehen? Das war auch mal, ich komme aus einem Elternhaus, wo meine Eltern sind selbstständig gewesen, wo ich auch diesen Vorzug der Selbstständigkeit habe erleben dürfen. Hat auch Nachteile, ich musste früh mitarbeiten bei uns in den Betrieben, aber der Vorteil war, ich konnte auch erleben, was das bedeutet, selbstständig zu sein. Oder gehst du in den Industriebetrieb? Ja. Und da meine Eltern mittelständig waren, war für mich klar, das war das Einzige, wo ich hin wollte. Das wusste ich, wollte in einen internationalen Konzern. Ja, das war immer klar. Und da habe ich gedacht, okay, was ist die beste Ausgangsbasis? Und dann gab es für mich das Thema Betriebswirtschaft. Und habe ich dann eine kaufmännische Ausbildung, wie gesagt, an der Uni gemacht, habe Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt schon internationale Unternehmung. Also das, weil ich das schon für mich einen Weg hatte. Und nach dem Studium habe ich mich dann bei Großkonzernen beworben. In verschiedenen Trainee- und Volontärsprogrammen, wie man das da so macht. Und ich hatte 2 Branchen eigentlich, die ich präferierte, Chemie und Automobilbau. Und Chemie ist mir da irgendwie schwer gefallen. Also einmal haben die Kaufleute nicht so richtig akzeptiert. Die haben gesagt, wir brauchen hier promovierte Chemiker. So, bist du nicht. Ja. Und ich fand die Basis dann besser bei den OEMs. Und da hat Volkswagen damals das beste Angebot einfach gehabt für mich. Das ist tatsächlich auch meine 7. Frage, die Sie ein bisschen vorweggenommen haben schon, was aber auch sehr gut ist. Weil da würde ich Sie fragen, warum war der erste Job bei VW? Vielleicht nochmal zusammengefasst. Ja, das war Telefit. Also das hat, die haben damals, ich habe in Frankfurt, in meiner Heimatstadt, die FAZ gelesen und da waren Jobangebote drin und da hatte Volkswagen Inserat, die suchten junge Menschen, die das Thema Arbeitsorganisation neu gestalten wollen. Und das war genau, ich war Kaufmann und hatte ja Arbeitsorganisation als Parallelstudiengang in Gießen gemacht und da habe ich mich dann hier beworben und man wollte weg vom klassischen Refa-Denken. Also ich weiß nicht, wem das was sagt. Wir kommen ja aus einer Welt, wo wir mit x Leuten gestoppte Zeitanteile addiert haben und haben dadurch Arbeitsfolgen gebildet im Produktionsablauf. Und man wollte so ein bisschen weg von diesem mechanischen Stoppen von Zeiten, weil das auch nicht hocheigenverantwortlich war und auch nicht gepasst hat immer. Ist eine gute Methode, aber halt auch nicht überall anwendbar. Und wir sind der Meinung damals gewesen, dass es eine bessere Methode gibt, indem man mehr in Eigenverantwortung, mehr in Teamorganisation und nicht auf die letzte Mühe gestoppte Zeiten versucht vorzugeben. Weil brauche ich auch nicht sagen, wenn Sie wissen, dass Sie jetzt gestoppt werden, wie arbeiten Sie Ihre Arbeitsfolge ab? Ja. So, und da hat man 5 Menschen eingestellt, die so ähnlich von der Ausbildung waren wie ich. Ja, und das war genau mein Ding, habe ich mich drauf beworben und dann haben sie sich auch damals für mich entschieden. Sehr gut. Nach Ihrem Start bei VW hatten Sie ja verschiedene Auslandsstationen, unter anderem in Brasilien, Südafrika und auch in Mexiko. Wie wichtig sind Auslandsaufenthalte für eine Karriere? Also ich glaube, ich wäre heute nicht hier, wenn ich nie im Ausland gewesen wäre, als Konzernvorstand. Die Funktion, die ich heute mitbringe, setzt neben dem Fachlichen natürlich auch eine Persönlichkeit und auch einen großen menschlichen Faktor. Mhm. Das sage ich meinen Kollegen auch immer, so gut wie niemand scheitert an fachlichen Themen. Ja, wir scheitern immer an den zwischenmenschlichen Themen, an den menschlichen Themen, an den Führungsthemen. Und so ein Auslandsaufenthalt hat halt massiv Einfluss auf deine Persönlichkeit. Ich bin garantiert ein ganz anderer Mensch, als ich damals war, bevor ich nach Brasilien gegangen bin oder woanders hingegangen bin. Und da bleiben einem auch immer so einleuchtende Beispiele vor Augen. Ich habe immer Videokonferenzen gemacht aus Wolfsburg raus mit den Regionen.
Und dann machst du das und dann kommst du irgendwann ins Ausland und sitzt mal auf der anderen Seite. Ja, ich empfehle auch jedem mal an der Uni, im Bus, im Zuhause, am Arbeitsplatz, im Besprechungszimmer mal den Platz zu wechseln, weil man automatisch immer die Tendenz hat, immer auf den gleichen Platz zu gehen. Ja. Oder in die Nähe des Platzes, wo man gesessen hat. Wenn du auf einmal woanders sitzt, hast du auf einmal eine ganz andere Wahrnehmung, hört sich ein bisschen blöd an, aber ist so. Und als ich dann zum ersten Mal aus dem Ausland an der Videokonferenz teilgenommen habe, habe ich dann gesagt, oh Gott, hoffentlich warst du nicht genauso. Ja, also man denkt komplett um und in jedem Land gibt es halt auch Dinge, die man als Mensch mitnimmt. Und das hat mich auch geformt, so wie ich bin. Und ich glaube, das ist einer der wesentlichen Impulse und Ausschläge, warum ich es auch geschafft habe, dann mal in die Top 10 im Konzern zu kommen. Und das ist auch wieder ein gutes Stichwort, weil Sie legten in den nächsten Jahren, nachdem Sie bei VW eingestiegen sind, eine eindrucksvolle Karriere hin, haben dann 2000, wenn ich richtig recherchiert habe, Ihr Ziel erreicht, was Sie eben definiert haben. Und zwar sind Sie Werkleiter geworden in Brasilien und dann ging es weiter. Sie wurden der Chef von Volkswagen der Slowakei und danach auch in Brasilien. Ja. Was braucht man, um eben so eine eindrucksvolle Karriere in Unternehmen wie Volkswagen hinzulegen? Oh, das ist pauschal sicherlich auch ganz schwierig. Ja. Also was braucht man? Ich glaube, das Wichtigste, was man braucht, ist, dass man mit einer hohen Selbstbefriedigung so einen Job machen kann und nicht sich da irgendwo hinquälen muss. Ja. Also man muss erstmal vom Aufgabengebiet her das haben, was einem wirklich Spaß macht und dann kann es richtig gut sein. Ja. Also ich glaube, wenn man so einen aufgestülpten Job macht, nur weil man denkt, der bringt einem jetzt was in der Karriere, das ist A, nicht authentisch, B, bringst du nicht deine Performance. Also du musst erstmal Inhalt haben, der dir zusagt. Dann muss man, glaube ich, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, auch mutig sein. Ich habe immer auch Dinge gemacht, die vielleicht nach der Regel nicht ganz so das vorgeschrieben war, nach der Funktionsbeschreibung. Ich habe immer unternehmerisch gedacht, da hat mir meine Grundausbildung zu Hause im Elternhaus geholfen, immer unternehmerisch, gesamthaft vom Kunden her denken und nicht in Säulen denken. Und das sind so die wesentlichen Punkte, glaube ich, die es dann auch ausgemacht haben, dass ich es über Werkleiter rausgeschafft habe. Ja. Gerade diesen ersten Punkt, den Sie gesagt haben, was zu finden, was einen Spaß macht, das hören wir immer wieder in unseren Veranstaltungen. Dann kriegen wir danach häufig von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Frage, wie finde ich überhaupt als junger Mensch heraus, was mir Spaß macht, was ich richtig gut kann. Wie haben Sie es herausgefunden? Ich glaube, das ist einfach, wenn morgens der Wecker klingelt und du sagst, du stellst dich noch mal eine halbe Stunde später, dann ist es schon schwierig. Ja. Wenn du sagst, heute mache ich das und das macht mir jetzt Spaß, ich habe echt Bock drauf. Dann ist das schon, glaube ich, ein guter Indikator dafür, dass du einen richtigen Job hast. Ja. Und ich glaube, alle von uns, die so eine Funktion wie ich heute ausführen, wir brennen dafür. Ja. Also wenn du uns morgens um 5 wächst, dann können wir Gas geben und können sagen, ja, das wollen wir heute schaffen. Ja. Beeindruckend ist auch ein gutes Stichwort, weil die Weltreise, die Sie hingelegt haben während Ihrem Karriereweg, war auch beeindruckend. Sie haben ja fast die halbe Welt bereist. War das damals eher eine Herausforderung für Sie oder war das eine Bereicherung? Wie würden Sie rückblickend darauf schauen? Ja, das beides. Also du musst schon Abstriche machen auch. Ja? Also das ist ja auch nicht so, dass man da höflich gefragt wird und ein halbes Jahr Vorbereitungszeit hat, sondern viele Dinge geben sich dann spontan auch aus einer Situation heraus in so einem Konzern. Das hört sich immer alles so super geplant an, ja, Managementplanung und dann gehst du ja. Als ich nach Brasilien zum ersten Mal gegangen bin, hieß es ja, du kannst hier ein Team zusammenstellen, ihr habt da 6 Monate Zeit und dann kam der Chef von uns damals nach Brasilien und hat gesagt, so, er will nur mal mit den Männern sprechen. Unsere Frauen wurden dann separiert von uns und dann sagt er, ob wir das hier nicht gemerkt haben, wie groß die Problematik ist. Und das war so 2 Wochen vor Weihnachten, wir hatten alle schon unsere Rückflugtickets und er meinte dann so, die Hälfte bleibt jetzt von euch gleich mal hier. Und dann haben wir 1-2-1-2-1-2 gemacht und dann ist die Hälfte von uns da geblieben. Und so bin ich dann auch in Brasilien geblieben. Und so eine Bereitschaft, damit musst du klarkommen. Ja, das hört sich jetzt ein bisschen lustig an, aber das ist hart. Es ist hart auch für die Familie und fürs Privatleben. Da musst du schon Einschnitte machen, aber das ist auch eine unwahrscheinliche Chance. Ich meine, ich bin in einer Generation groß geworden, da war so das Maximum Italien oder Spanien, ja? Ja. Wo du mal im Urlaub hingefahren bist. Wer hat die Chance, sich solche Kulturen, solche Länder, solche Regionen anzuschauen und vor allen Dingen dann auch in verantwortliche Funktionen zu kommen? Ja? Das ist, glaube ich, einmalig in so einem Konzern wie Volkswagen. Komplett. Machen wir weiter in Ihrer Karriere. 2015 wurden Sie dann im Markenvorstand oder Markenvorstand von Volkswagen eben für die Komponenten und dann 2019 der Vorstandsvorsitzende von der Group Components. Und zwar ist die Group Components ja eine eigenständige Geschäftseinheit im Volkswagen-Konzern. Sie waren daran auch beteiligt in dieser eigenständigen Formatierung. Warum hat man sich dafür entschieden, die Group Components zu einer eigenständigen Firma zu machen im Konzern? Ja, die Group Components hat nach außen und innen an vielen Stellen immer so das Image gehabt. Also als ich angefangen habe, was machst du? Du gehst rum und fragst so, was halten Sie von der Komponente? Ja. Und dann hörst du immer, die kriegen ja das hier, Puderzucker, Kost plus, kein Wettbewerb, gesetzt für viele Umfänge. Und das ist halt an vielen Stellen gar nicht richtig gewesen.
Und mein Ziel war es einfach zu zeigen, dass wir kein Kostentreiber sind, sondern dass wir einen Wert schaffen im Konzern. Und unser Ziel war dann, und so habe ich das Programm aufgesetzt, oder die Strategie vom Burden to Asset, dass wir eigentlich den innerhalb und auch nach außen zeigen, dass wir wettbewerbsfähig sind. Wir haben alle Umfänge für die E-Mobilität, ja, sei es der Motor, sei es die Batterie, alles, was in E-Fahrzeugen ist, uns hart erkämpfen müssen gegen Wettbewerb, ist nicht gesetzt worden, wo wir von vornherein, praktisch einen Blankoscheck hatten und gesagt haben, komm, das macht jetzt die Komponente, das ist nirgendwo gewesen. Und das macht uns schon stolz, dass wir das geschafft haben und auch gezeigt haben, dass wir das können, weil man ja oft so den Touch hat, ja, die hängen da jetzt an dem großen Konzern und wir haben ja gar keinen Wettbewerb, und das ist uns gelungen hinzukriegen, und deshalb auch die eigenständige Einheit. Es war wichtig, dass man sagt, man macht ein eigenständiges operatives Ergebnis, nicht nur nach Budget steuern, wirklich unternehmerisch steuern, ja, mit operativen Ergebnissen nach Produkten, wie sich ein Zulieferer aufstellt. Ja. Ja, und da war, muss ich auch sagen, war an vielen Stellen natürlich das nicht so. Ja, das, als wir 2015 angefangen haben, haben wir das an vielen Stellen nicht so gefunden. Das haben wir dann sukzessive aufgebaut, und heute sind wir analog eines Zulieferers aufgestellt, lassen uns auch so steuern und messen und haben auch kein Problem mit Wettbewerb. Ja. Als Vorstandsvorsitzender der Volkswagen Group Components sind Sie Arbeitgeber für 75.000 Mitarbeiter, aber auch gleichzeitig Führungskraft. Was macht für Sie eine gute Führungskraft aus, und was muss eine Führungskraft mitbringen? Also führen, das ist ja ein Problem, das lernen wir ja eigentlich nicht an der Hochschule. Ja. Wir werden fachlich sehr gut ausgebildet, auch gerade in Deutschland, aber wer qualifiziert uns eigentlich zum Führen? Wir kriegen keine Führungsqualifikation. Ja. Ja. Und dann kommst du von der Hochschule und dann wirst du nach ein paar Monaten oder ein, zwei Jahren auf einmal musst du führen. Ich glaube, wichtig ist, dass man die Fähigkeit mitbringt, halt auch zuzuhören, dass man sich auf die Situation einstellen kann, dass man konstruktiv bleibt. Ich habe in meiner Laufbahn sehr, sehr viele harte Chefs gehabt, sehr viele harte Chefs. Und ich hatte harte Chefs, die fand ich nicht gut, weil sie dann nicht am Ende eine Lösung gefunden haben. Und ich hatte harte Chefs, die fand ich super. Die haben uns zwar in den Boden gerammt, wo ich gedacht habe, ich komme hier nie mehr raus aus dem Loch. Aber auch im Endeffekt haben die dann auch gesagt, und das ist jetzt der Weg. Ja, und ich glaube, man muss als Chef immer in der Lage sein, einen Weg zu zeigen und die Mannschaft mitzunehmen. Weil ohne Mannschaft, ja, und da muss man halt immer aufpassen, viele, der Erfolg macht ja dann auch irgendwann, gibt einem das Gefühl, dass du so unbesiegbar bist, ja, und dass das alles ganz toll läuft, hast ja alles richtig gemacht. Und ich glaube, da muss man sich immer wieder erden und muss sagen, du bist eigentlich nichts ohne die Mannschaft, ja, weil das Ergebnis macht die Mannschaft. Ja, du bist der Dirigent, vor allem Orchester, so beschreibe ich das immer meinen, das ist Management. Was ist Management? Ja, du dirigierst ein Orchester, du kannst nicht jedes Instrument, du hast rudimentäres Wissen über die einzelnen Instrumente, vielleicht kannst du auch mal eins, aber halt nicht alle. Und die Kunst ist daraus, wirklich eine Oper zu machen oder ein Musikstück zu machen, das sehr gut klingt. Wie kann ein, also Sie sagen, in der Schule lernt man das nicht oder im Studium lernt man auch nicht, wie man eine Führungskraft wird. Wie kann aber ein junger Mensch es erlernen? Also was kann er tun, um Dirigent zu werden? Ja, also erstmal ist handwerklich, du musst natürlich das Handwerkzeug mitbringen, das darf man Inhalt, du musst durch Kompetenz, Leistung, dir kann auch, viele Menschen haben mir im Laufe meines Lebens gesagt, ja, das brauche ich mal schriftlich von Ihnen, dass ich Kompetenz habe. Schriftlich Kompetenz geben, das funktioniert nicht. Ja? Ja. Ich kann dir jeden Zettel der Welt geben, wenn ich da drauf schreibe, du darfst jetzt, aber wenn deine Mannschaft sagt, pff, der kann das gar nicht, ja, dann nützt der ganze Zettel nichts. Also du musst schon solides fachliche Kompetenz mitbringen, dass du akzeptiert wirst. Deshalb musst du dir auch immer gut überlegen, beim Wechsel von Unternehmen, wo steigst du ein? Ja, wenn du in ein neues Unternehmen einsteigst mit einem Kompetenzfeld, das du überhaupt noch nicht gemacht hast, hast du zwei Probleme. Deshalb empfehle ich jedem, der mal wechselt oder woanders hingeht, dass er erstmal in seinem Kompetenzfeld bleibt. Und dann muss man sich da reinarbeiten. Das ist ein Lernprozess. Und das ist auch ein Punkt, wo ich sage, ich habe mich oft, ich bin bestimmt nicht langsam gewesen in meiner Karriere, das stimmt, aber oft auch schon geärgert, gesagt, Mensch, das hättest du auch früher machen können. Ja, warum haben die nicht früher an dich gedacht? Man braucht auch Reifegrad, ja, als Persönlichkeit. Und man muss da rein wachsen. Ja, aber du machst Fehler, ja, und das läuft nicht alles rund. Das heißt, du fängst da an und dann machst du ein paar Fehler, muss man sensibel sein, auch Feedback aufnehmen können. Und dann musst du dich da reinarbeiten, reinfräsen, und so muss man sich weiterentwickeln dann. Alter. Das ist ein Lernprozess. Ja. Bleiben wir im weitesten Sinne beim Thema Personal und Mannschaft, vielleicht ein bisschen schwierigeres Thema. Und zwar steht kaum eine Industrie so vor dem Umbruch wie die Automobilindustrie. Gerade auch den Bereich, den Sie verantworten, durch die Elektromobilität gibt es da massive Personalveränderungen. Wir hatten das ja damals im Baunatal auch mit dem Herr Kreher, der dort Personalchef ist, diskutiert, dass es natürlich so ist, dass Hybridwagen einen höheren Personalbedarf haben in der Produktion als normale Autos und Elektrofahrzeuge tatsächlich dann sogar einen deutlich geringeren Personalbedarf. Wie geht man mit solchen Herausforderungen um? Wird es noch in Zukunft genauso viele Jobs in der Automobilindustrie und in Ihrem Bereich geben, wie es die heute gibt? Oder ist das auch eine personelle Herausforderung, die durch die Elektromobilität auf uns zukommt?
Ja, also das habe ich natürlich ein paar Mal erlebt. Ja. Als ich angefangen habe, hieß es dann Automatisierung, ist der Arbeitsplatz vernichtet, keine Roboter in der Fertigung. Im Endeffekt haben sie die Wettbewerbsfähigkeit und damit den Arbeitsplatz erhalten. Und es gibt immer zwei Möglichkeiten in deinem Leben. Wenn das Zimmer nicht aufgeräumt ist, so sage ich das auch immer meiner Mannschaft, du machst Licht aus, siehst das Problem nicht. Hm. Das ist komfortable Zone. Ja. Oder du fängst an aufzuräumen. Und das Aufräumen passiert halt auch nur in Scheiben. Ja. Und wir haben gesagt in 2015, das war ja eine schwierige Situation. In 2015, das hört sich so lange an, ist es noch gar nicht, dann sind wir noch davon ausgegangen, dass die Verbrennungstechnologie eigentlich eine der dominierenden Technologien ist. Und dann hatten wir 2015 ein Ereignis, wo ich eigentlich dann festgestellt habe, nach fast einem knappen Jahr, der Verantwortungsübernahme, oh, ist jetzt blöd gelaufen, dein Geschäftsmodell gibt es nicht mehr. Es wird zukünftig keine Verbrennungstechnologie mehr geben. So, und dann ist es unsere Aufgabe eben, als Management Lösungen zu erarbeiten. Und ich denke, das haben wir gut hingekriegt. Wir haben für alle deutschen Standorte Transformationsthemen, Leuchtturmprojekte, die jetzt, wir haben in Braunschweig 500.000 Einheiten im Jahr Batteriesysteme. Wir haben in Salzgitter bauen wir eine Zellfertigung. Wir sind in Kassel zukünftig einer der größten E-Antriebsmotorenhersteller der Welt. Ja, das heißt, wir haben die großen Transformationsthemen geschafft durch Wettbewerbsfähigkeit. Die mussten wir uns erst erarbeiten an vielen Stellen, dort zu verorten und haben dadurch Zukunftsfähigkeit geschafft. Wettbewerbsfähigkeit schafft Zukunftsfähigkeit. Und das war der große Verdienst, den wir da eigentlich in den letzten 5 Jahren praktisch gemacht haben in der Komponente zusammen. Also haben Sie keine Sorge um Arbeitsplätze durch die Transformation hin zur Elektromobilität? Ist das eine Sache, wo Sie sagen, das ist keine Herausforderung? Na, Sorge mache ich mir immer. Erstmal Basis ist Wettbewerbsfähigkeit, aber das Thema ist, dass die E-Mobilität, wenn ich heute die Verbrennungstechnologie auf 100% Wertschöpfungstiefe ansetze, oder Fertigungstiefe ansetze, dass wir durch die E-Mobilität nur 60% ungefähr abdecken. Das heißt, 40% der Menschen könnten wir heute nicht beschäftigen, wenn wir jetzt nichts machen würden. Die E-Mobilität bietet aber auch wieder neue Chancen. Wie ich habe es vorhin schon mal gesagt, Software ist ein Thema. Laden, denken alle an Ladeinfrastruktur. Laden ist aber nur ein Teil Ladeinfrastruktur. Ein Teil und großer Teil wird auch zukünftig Lastmanagement und Software. Wir kriegen Arbeitsplätze in ganz neuen Umfängen. Und das ist das Entspannende jetzt. Wir kommen nicht einfach in der Weiterentwicklung von Fertigungszeit, Sie haben es angesprochen, jetzt von einem normalen Getriebe in Hybridgetriebe, sondern wir klappen Dinge ganz komplett um. Ja. Wir trennen uns von Dingen komplett und machen Dinge komplett anders oder neu, die es heute noch gar nicht gibt. Und wenn man das richtig macht, schafft man auch, wir haben in Braunschweig die Kunststofffertigung, 600 Mitarbeiter haben wir aufgelöst, weil sie strategisch für uns nicht wettbewerbsfähig war. Sie ist zwar heute wettbewerbsfähig, aber wir wissen, dass wir in ein paar Jahren das nicht schaffen. Also haben wir sie einen Plan gemacht mit den Menschen und das ist nicht einfach, dann den Leuten zu erklären, du hast heute eine Wettbewerbsfähigkeit, zukünftig nicht, aber wir transformieren nicht. So, da haben wir 600 Menschen aus der Kunststofffertigung rausgenommen und haben über 600 Menschen in der Batteriesystemfertigung aufgebaut in Braunschweig. Das zeigt also, es ist möglich zu transformieren. Ja. Sie tragen im Volkswagen-Konzern, Sie sind verantwortlich im Volkswagen-Konzern für die Themen Laden und Energie. Heißt das, dass Sie gerade dafür verantwortlich sind, den Umsturz von Verbrennungsmotor hin zum Elektromobilität zu schaffen? Ja, nicht durch Laden und Energie. Also ich glaube, durch das Thema, wir haben zwei große Themen. Das Automobil definiert sich ja neben der Marke, die du kaufst, durch zukünftig stärkere, durch Software, ja, durch Infotainment. Themen, die sehen wir ja beim Wettbewerb, wie der seine Fahrzeuge bewirbt. Der sagt eben nicht, ich mache jetzt eine Plattform X oder Y, sondern der sagt, okay, du kannst jetzt bei mir halt PlayStation im Auto haben, ja, während du lädst. Ja. Und das sind natürlich Themen, oder du hast auch durch diese permanenten Updates das Gefühl, du hast jede Woche ein neues Auto. Also Software ist ein Thema, dann ein großes Thema ist das Thema Batteriezelle. Damit definiere ich schon mal das Produkt. Dann brauche ich das Thema Ladenenergie, das ist das, was Sie eben angesprochen haben. Ich muss ja für E-Mobilität herum das Thema Ladenenergie machen und ich brauche dann noch die ganzen Komponenten eigentlich dazu. Also es sind eigentlich alle drei Säulen, okay. Ja, und mit den drei Säulen schaffen wir dann die E-Mobilität hoffentlich. Ein Thema, was viel diskutiert wird, wenn man über Mobilität der Zukunft redet, ist, was ist eigentlich die Antriebsform der Zukunft? Wir haben jetzt viel über E-Mobilität geredet. Momentan gibt es ja noch primär auch in Ihrer Produktion den Verbrenner. Und dann gibt es natürlich noch alternative Antriebsformen wie Wasserstoff. Wie sehen Sie dort die Zusammensetzung? Ist der Verbrenner ein komplettes Auslaufmodell? Wird es 100% E-Mobilität? Hat Wasserstoff noch eine Perspektive? Wie sieht für Sie der Antrieb der Zukunft aus in 50 Jahren? Ja, in 50 Jahren ist schwierig, also so weit kann ich noch nicht hauen vielleicht, aber das Thema E-Mobilität, Verbrenner, das glaube ich, machen wir einen Fehler in der Kommunikation. Wir sagen den Menschen praktisch immer nur E-Mobilität und jeder hat das Gefühl, ab Montag gibt es nur E-Fahrzeuge. Das wird sehr unterschiedlich sein auf der Welt. Wir haben in Südamerika sehr erfolgreich Bioethanol, das heißt, da werden wir, wenn überhaupt, ganz langsam auf E-Fahrzeuge umsteigen. Das ist CO2-Neutralität durch Bioethanol.
ist ein großes Thema in dieser Region. So gibt es viele Beispiele, also es wird ein heterogenes Bild werden, es wird nicht nur E-Fahrzeuge geben, es wird auch so andere Lösungen geben wie in Brasilien. Aber ich glaube, es wird nicht im Mittelfristzeitraum bis 20, 30, 40 E-Fahrzeuge und Wasserstoff parallel geben. Ich glaube, wir werden jetzt in volle Kraft und Aufmerksamkeit auf E-Mobilität setzen. Das haben wir ja mit unseren Investitionsstrategien gezeigt. Die Wettbewerber machen es ähnlich. Und dann wird es sicherlich auch nochmal Zukunftsfähigkeit geben für den Wasserstoff, aber das wird für spezielle Themen sein und auch nicht in der Breite und auch nicht kurzfristig. Warum dieser Fokus? Sie haben es ja gesagt, dass über den Wettbewerber hinaus auch einheitlich mehr oder weniger auf E-Mobilität und diese Runterstellung von der Wasserstofftechnologie. Ist von der Energiebilanz die effizienteste Antriebsart, CO2-neutral zu werden. Okay. Ja. In jedem Fall scheint ja der klassische Verbrennungsmotor ein Auslaufmodell zu sein. Und wo der Volkswagen-Konzern mit dem Verbrennungsmotor den Markt dominiert, sind es Marken im Elektromobilitätsmarkt, sind es so Marken wie Tesla, die da dominieren. Hat der Volkswagen-Konzern da den Anschluss verloren oder schaffen wir es noch aufzuholen? Ja, wir sind wieder an einem Punkt, den ich eingangs beschrieben habe. 1991 hat man uns totgesagt, hat gesagt, die Japanischen, die Asiaten machen euch tot mit ihrem Produktionssystem, ihr habt keine Chance. Und es war auch so, wir haben ein großes Aufholprogramm gehabt. Ich frage mich immer, warum ist es uns gelungen? Ich glaube, im asiatischen Kulturkreis ist ein hoher Fokus auf das Wiederholen von Standards und Perfektionieren von Standards. Mhm. Und dass wir im westlichen Kreis eher auch flexibler, kreativer sind und neue Lösungswege suchen und nicht nur an den Standards festhalten. Das hat uns damals die Möglichkeit gegeben, auch flexibler, schneller umzusteigen. Wir haben uns vielleicht einen Tuck zu lange auf dem, was wir erreicht haben, ausgeruht. Ja, klassischer Maschinenbau, Deutschland als oder Europa als Region für Automobilbau weltweit, Benchmark. Und das ist immer das Problem, das hört sich super leicht an. Empfehle ich jedem das Buch The All Blacks, Football Team aus Neuseeland. Und die beschreiben sehr schön, dass wenn du ganz oben auf der Erfolgshalle angekommen bist, musst du dich eigentlich sofort neu erfinden. Mhm. Und das haben wir nicht gleich gemacht, sondern wir waren ganz oben auf der Erfolgsleiter und dann haben wir uns erstmal so ein bisschen umgeschaut, haben den Erfolg genossen, haben das auch weiterentwickelt, aber wir waren nicht revolutionär genug vielleicht. Ja. Ja, sondern kamen Wettbewerber, haben das vielleicht etwas schneller gemacht. Ich glaube, dass wir das schaffen können. Wir haben einen Plan dazu, aber der muss natürlich umgesetzt werden. Also ich würde jetzt heute nicht sagen, dass wir es schaffen. Wir müssen da noch einen kräftigen Weg gehen. Ja, damals war die Konkurrenz aus dem Osten. Da haben Sie gesagt, da wurde der Wert drauf gelegt, das effizient zu machen. Jetzt kommt ja die Konkurrenz aus dem Westen, sagen wir solche Marken wie Tesla. Er ist vielleicht auch effizient, aber der ist auch dafür bekannt, dass er sehr spontan oder sehr agil agieren kann. Und was muss Volkswagen mitbringen, damit wir auch die Konkurrenz dagegen schaffen? Oder wo sind die Schnittpunkte, wo wir ansetzen müssen? Ja, ich glaube, wir brauchen in Feldern Kompetenz, die wir heute noch nicht haben, noch nicht ausreichend haben. Wir haben das Thema Software schon ein paar Mal angesprochen heute. Da müssen wir deutlich, das ist ja, Tesla ist ein Surfbrett mit einem Akku drin, mit digital, ja. Mhm. Du brauchst diese ganze Digitalisierung, du brauchst Software. Und du musst natürlich, der Vorteil, warum ist der ein Schnellboot, weil er nur die neue Welt hat. Wir müssen ja noch die alte Welt über einen guten Zeitraum mittragen und das ist auch richtig so. Das wird über Jahre uns noch begleiten. Es wird keinen 0 auf 100 Umstieg geben in E-Mobilität. Das wird uns über Jahre begleiten. Und das hat er nicht. Er setzt nur auf die E-Mobilität, kann seine ganze Energie, seinen ganzen Fokus haben. Und Software, Zellkompetenz, das müssen wir beherrschen. Und ich glaube, wir bringen auch Stärken mit. Wie große Skalierung, Industrialisierung, das musst du auch hinkriegen. Wir haben die Standorte, wir haben die Fahrzeugwerke, also sind wir da gut aufgestellt. Und die Konkurrenz ist übrigens nicht nur im Westen mit Tesla, sondern es gibt ja auch viele asiatische Hersteller in China oder woanders, die auch hervorragende E-Fahrzeuge mittlerweile bauen, was wir auch vor ein paar Jahren nicht für möglich gehalten hätten vielleicht. Und die sind mindestens genauso stark. Also wir müssen Osten und Westen im Auge behalten und müssen dann vor allen Dingen schaffen, die Synergien in diesen Querschnittsfunktionen, sauber zu heben, unseren Plan noch umzusetzen. Plan ist immer gut, aber bringt nichts, wenn du es umsetzt. Einer der wichtigsten Punkte, um E-Autos attraktiver zu machen und sich da vielleicht auch Vorteile zu verschaffen, ist eben das Thema Reichweite, Batterien. Dafür sind sie zuständig. Können Sie uns da vielleicht mal einen kleinen Ausblick geben in den Stand der Entwicklung? Was wird es da in den nächsten Jahren für Fortschritte geben im Bereich Reichweite, was Batterien betrifft? Ja, das ist natürlich die 1-Million-Dollar-Frage, die alle Wettbewerber jetzt auch gerne hören würden, was ich jetzt hier sage. Natürlich kommen wir von
ich glaube, wir haben so ein bisschen Fehlweg, weil wir alle sehr stark auf Reichweite schauen, weil alle Angst haben vor der Ladeinfrastruktur und sagen, oh, ich kann ja gar nicht laden, also ich muss eine hohe Reichweite haben. Jede Woche liest du 600, 800, 900, 1000 Kilometer Reichweite. Du hast auch kein Verbrennungsauto heute, das 1000 Kilometer Reichweite hat. Der durchschnittliche Autobesitzer fährt in Deutschland 35 Kilometer am Tag. Ja, warum brauche ich jetzt 800 Kilometer Reichweite? Also ich glaube, es wird auch aus Nachhaltigkeitsgründen einen Trend geben in ein paar Jahren, der weggeht von der hohen Reichweite eher zum schnellen Laden. Und damit hast du Themen, was die Chemie angeht. Ja. Du wirst andere Chemieinhalte haben, du wirst koboltfreie Chemien haben, du wirst in High-Mangan-Chemien gehen, viel Siliziumanteil, um schneller laden zu können. Und dann der Quantensprung wird sein, der Umstieg auf die Feststoffzelle, wo du einfach die flüssigen Dinge rausnimmst und dann Feststoffzelle hast, die ein X-faches an Ladegeschwindigkeit hat und auch nochmal mehr Effizienz hatte. Und wann wird das, dieses Thema Feststoffzelle aus einer reinen Vision, Realität? Gibt es da eine zeitliche Perspektive? Wann ja, das ist so ein bisschen Landung auf dem Mond an vielen Kontinenten. Da gibt es eine Handvoll Unternehmen, die da vorne liegen in der Welt. Wir sind an einem beteiligt, QuantumScape in den USA, mit 20%. Und wir sind da massiv engagiert. Und wir gehen davon aus, dass wir 25, 26 die erste Pilotanlage für eine Feststoffzelle in Deutschland sehen werden mit uns. Nicht nur die Umstellung auf Elektro ist gerade, wirbelt gerade die Automobilbranche auf, sondern auch solche Themen wie autonomes Fahren. Was glauben Sie, wie sieht die Automobilbranche oder das Auto in 30 Jahren aus? Ja, das ist so, wie man sich das aus den Zukunftsfilmen, glaube ich, immer so auch ein bisschen vorstellt oder sieht. Wir werden elektrisch fahren, wir werden autonom fahren. Das heißt, du wirst dein Auto in eine Zeitmaschine umformen. Ja? Du wirst die Zeit, die du im Auto verbringst, anders nutzen können. Du wirst voll autark, egal wo du hin willst, ja, fährst dann heute Abend, sagst du, du willst meinen Kumpel in Hamburg besuchen, lässt dich hinfahren. Das alles zu auch in Preisen, die weit günstiger sind als im öffentlichen Verkehr. Du wirst das Thema, das ist auch ein Verschmelzen der Sektoren. Wir sind als Fahrzeughersteller, was sind unsere Fahrzeuge? Das sind ja mobile Energiespeicher. Diese Energiespeicher werden genutzt werden, um Lastspitzen für nachhaltige Energie, Sonne und Wind abzupuffern. Die Autos werden geladen, sie geben aber auch wieder Energie ab. Ja, das heißt, dein Auto wird zum mobilen Energiespeicher werden. Du wirst autonom fahren. Es wird sicherer werden. Es werden Menschen sich Mobilität leisten können, die es heute nicht können. Wenn man an Menschen mit Einschränkungen denkt, die werden dann auf einmal mobiler sein. Es wird viele, viele Vorteile bringen. Es wird, was das Thema Unfallhäufigkeit angeht, Quantensprung geben durch autonomes Fahren, wo ich sage, das ist dann so gut wie ausgeschlossen. Also es wird eigentlich eine Revolution in die richtige Richtung. Wir sind fast fertig mit unseren Set an Fragen, aber wir haben gerade bei Ihnen ganz, ganz viele Einsendungen bekommen von unseren Zuschauerinnen. Noch vielen Dank dafür. Und deswegen hätten wir jetzt noch 7 Zuschauerfragen, die ich Ihnen gerne stellen würde. Und ich bitte Sie, die möglichst prägnant, aber ausführlich genug, dass man den Kontext versteht, zu beantworten. Fangen wir an mit der ersten Frage. Finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Herr Schmal, es gibt in jeder Karriere Rückschläge. Die gab es vielleicht bei Ihnen auch. Wie gehen Sie mit solchen um? Ja, das Wichtige ist, es gibt alle diese Lehrbuchsprüche, Niederlagen machen dich stark, du wächst mit deinen Niederlagen. Wenn du da so eine Niederlage hast, bist du am Boden. Gell? Dann denkst du, du schmeißt den Mist dahin. Und das ist schon eine schwierige Situation. Das ist auch nicht so, dass man dann einfach sagt, ja, ich rappel mich jetzt, habe ein gutes Buch gelesen, geht wieder weiter. Sondern da muss man schon Kraft haben, man muss schon Kraft finden, man muss an sich glauben. Ja, man muss ja an dich glauben, man muss auch, oft ist es ja, dass du auf deinem Ziel mehrere Niederschläge hintereinander erlebst, das ist ja nicht nur einmal und dann läuft es wieder, du wirst mehrere Niederschläge erleben. Ich glaube, die Kunst ist wirklich, und das Vergleich ist so ein bisschen wie so ein Bock, du musst halt immer wieder aufstehen. Ja, du musst halt immer wieder die Kraft finden, aufzustehen, und ich glaube, das macht auch dem erfolgreichen, vom nicht ganz so unerfolgreichen Manager aus, dass der halt vielleicht ganz oben ankommt, einmal mehr die Kraft gehabt hat, wieder aufzustehen. Sehr spannend. Der nächste Zuschauer fragt, welches war Ihr Lieblingsbuch oder welches Buch hat Sie am meisten auf Ihrer Karriere geprägt? Oh, da habe ich jetzt nicht ein Buch. Ich habe es vorhin ja im Vorgespräch schon mal gesagt, ich habe unwahrscheinlich gerne Biografien gelesen von erfolgreichen Managern. Die habe ich verschlungen, wo ich gesagt habe, wow, wie haben die ihr Leben gemacht, weil man natürlich wissen will, wie funktioniert das, wie lebt man so. Aktuell beschäftigen mich halt Bücher, Bill Gates, wie vermeiden wir Klimakatastrophe und solche Themen, wo man sich versucht, auch mit diesen neuen Themen stärker auseinanderzusetzen. Was heißt das für uns, was heißt das für mich? Und mein Problem ist eben die Zeit.
Also wenn ich jetzt sagen würde, ich lese so ein Buch die Woche. Was ich versuche ist, du musst halt auch mit deiner Situation, mit deinem Zeitmanagement, das du hast, klarkommen. Und da habe ich einen Trick und ich sage, ich lese jeden Morgen eine Viertelstunde. Sagst du, Viertelstunde, ja, so ein Blödsinn bringt gar nichts. Aber wenn du jede Woche eine Viertelstunde liest, ja, dann ist das über die Woche ein ganzes Stück und dann kommst du auch weiter. Ja, und das passiert auch nicht jeden Tag, aber zu 90% schaffe ich das. Und so versuche ich dann auch Bücher in der Woche zu lesen. Jetzt versuche ich es nochmal rauszukitzeln. Sie haben was von Bill Gates gesagt, aber nochmal ein paar andere Bücher. Gibt es da welche, die Sie gerade Young Professionals, Studenten, Schülern empfehlen würden, die man gelesen haben muss? Ja, also ich habe... Eigentlich habe ich immer sowieso nur Fachbücher gelesen, komischerweise. Also ich habe nie irgendwie mal so, aus Zeitvertreib ein Buch gelesen. Da habe ich irgendwie nie die Zeit dafür gehabt. Mich hat halt sehr dieses ganze Thema Führung, ich fand auch gut das Buch Managen von Komplexitäten, also wie man Komplexität reduziert. Und das funktioniert halt, alles was mit Komplexität zu tun hat, alles was mit Management zu tun hat, was nicht in Lehrbüchern, also du musst viele Situationen ja intuitiv lösen. Da gibt es ja diese Beispiele von Feuerwehrmenschen, die durch ein brennendes Haus gehen und dann richtig reagiert haben, aber nicht, weil sie eben eine Checkliste hatten, sondern weil sie aufgrund von Erfahrungen und Wahrnehmungen gesagt haben, das ist jetzt die richtige Entscheidung. Kann dem halt langsames, schnelles Denken, ja, ist so ein Buch, wo ich, ein bisschen dicker, aber wo ich gesagt habe, da habe ich auch viel rausgezogen. Das sind so Bücher, die mich beschäftigt haben. Vielen Dank. Sie hatten gerade gesagt, dass Sie besonders auch Biografien eben gelesen haben und es gefallen hat. Deswegen noch eine Zuschauerfrage von mir quasi dahinterher geworfen. Gibt es denn sowas wie ein persönliches Vorbild oder eine Biografie, wo Sie sagen, die Person hat mich inspiriert in meinen eigenen Werdegang? Ja, gibt es, aber das kann ich jetzt nicht sagen, weil dann alle anderen, die zuhören, sagen, wow, ja. Ja. Deshalb, natürlich gibt es das, ja. Natürlich gibt es ein persönliches Vorbild, wo man sagt, wow, das ist so einer, so, wenn du das mal so annähernd geschafft hast, den gibt es ja. Bleiben wir bei anderen Personen, und zwar bei Ihren Vorstandskollegen, vielleicht sind die auch manchmal Vorbilder an gewissen Punkten. Wie eng ist da die Zusammenarbeit? Das ist die nächste Zuschauerfrage. Wie eng ist die Arbeit mit den anderen Vorstandskollegen? Gut, wir haben erstmal unterschiedliche Ressorts, aber es ist eben das Orchester und es muss jeder sein Instrument spielen. Und dann wird am Ende auch ein gutes Lied raus. Und die Kunst ist eben, dass man das synchron machen kann, dass man sich abstimmt. Und ich glaube, das sind, wenn du auf so eine Ebene ankommst, alle Profis, da versucht jeder das maximal fürs Unternehmen rauszuholen. Das sind auch nicht immer reibungslose Diskussionen, da geht es auch mal hart zur Sache. Ja, aber das wird dann auch nicht persönlich, das ist wichtig. Man muss, ich sage immer, meine Strategie ist, man muss sich anständig struppeln intern, damit man auch wirklich überzeugt ist, das ist die richtige Lösung. Ja. Ich habe das nie gemocht, wenn einer nach 10 Sekunden gesagt hat, genau, könnten wir auch so machen, dann sage ich, ja, der hat das ja nicht zu Ende gedacht. Ja. Ja. Sondern man muss sich schon eine Lösung erkämpfen. Und ich glaube, dass wir ein Team neu sind. Wir haben 3 neue Spieler im Konzernvorstand mit mir und wir müssen jetzt zum Team zusammenwachsen und dann. Das ist ein Prozess und das ist ein guter Weg und wir werden schon ein sehr vernünftiges Lied im Konzertsaal spielen. Wie regelmäßig ist da quasi die Probe oder das Konzert? Also Sie haben wahrscheinlich feste Termine für Vorstandssitzungen und dann daneben die Abstimmung. Wie häufig sieht man sich? Also Konzernprobe ist jeden Dienstag, das ist die Konzernvorstandssitzung. Ja, da ist die große Probe, da laufen wir alle auf mit unseren Instrumenten. Das ist auch meistens in Präsenz, da trifft man sich persönlich. Und dann hängt es davon ab, was du für einen Geschäftsbereich hast. Also ich habe natürlich durch die hohe Anzahl von Mitarbeitern sehr viel Kontakt zum Personalvorstand Gunnar Kilian. Das ist dann je nach Aufgabenschwerpunkt ein bisschen unterschiedlich, mit wem man sich trifft oder auch nach der Zeitphase. Der nächste Zuschauer fragt, wie viele Stunden am Tag arbeiten Sie und ist da noch genug Zeit für Familie oder Hobbys? Und gibt es so etwas wie Work-Life-Balance? Ja, das ist schlecht bei mir. Das ist mein weißer Fleck. Das habe ich nicht, glaube ich, immer richtig gemacht. Ich war immer sehr stark auf den Job fokussiert, wenn man das, es war aber auch sehr stark nicht, weil ich jetzt eine Karriere mache, sondern weil es mich einfach interessiert hat. Ja. Also es hat mich interessiert und am liebsten hätte ich ja 24 Stunden dafür. Jetzt musste blöderweise noch ein bisschen essen und schlafen dazwischen, aber am liebsten hätte ich also 24 Stunden dafür aufgebracht. Ist mir nicht immer gut gelungen, Work-Life-Balance, auch gerade kann ich auch nur jedem empfehlen, im Studium habe ich selber Erfahrung gemacht, man hat oft das Gefühl, man hat nicht Zeit. Und dann gehst du eine halbe Stunde Squash spielen, das war so unser Sport als Student, ja, konntest du schnell machen, war auch relativ überschaubar, leistbar. Und dann fühlst du dich anders, ist der Kopf wieder frei und ich glaube, diese Breaks braucht man. Ja, diese Breaks braucht man und sonst ist der Arbeitsalltag, habe ich ja vorhin gesagt, schon sehr, von morgens um 7 kann man so 7:30 bis abends um 21, 22 Uhr, aber auch wieder unterschiedlich. Es gibt Phasen, die sind dann ein bisschen ruhiger, kommst du dann auch schon mal um 8 nach Hause. Dann noch eine Frage, vielleicht auch interessant, ein bisschen provokant. Fragt eine Zuschauerin oder ein Zuschauer, ist Individualverkehr Ihrer Meinung nach überhaupt noch ein zukunftsfähiges Thema oder ist es nicht eh viel besser, wenn wir alle auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen und auf Autos ganz verzichten in
fernerer Zukunft? Ist eine gute Frage. Also das wird auch gemischt sein. Ich glaube, dass die Generation, die jetzt eben auf Mobilität umsteigt, da viel offener ist. Ja, also da braucht nicht mehr jeder sein Auto. Ist sicherlich auch eine intelligente Form des Transports, weil du überlegen musst, du hast ein Auto, das ist 2 Tonnen und bewegt 80 Kilo für ein paar Minuten am Tag und dann steht es. Ja. Aber es wird halt auch so, anderen Themen, wer mal in Südamerika gelebt hat, der weiß, dass solche Sharing-Modelle schwer funktionieren. Das ist Kriminalität ein hohes Thema. Es wird stark region- und spezifisch sein. Es wird unterschiedlich sein in Städten und in auf dem Land. Das heißt, es gibt zu viele unterschiedliche Bedürfnisse, dass ich glaube, es wird nicht eine Lösung geben. Ja, es wird nicht nur jetzt öffentlicher Transport geben, sondern es wird immer eine Mischung sein. Und das Auto ist ja nicht, du kaufst ja kein Auto, weil du Statussymbol oder du kaufst dir Mobilität. Und Mobilität ist für viele Menschen Freiheit. Ja, also das ist so die Sehnsucht von jedem Menschen, mobil zu sein und sich bewegen zu können. Ja. Kommen wir von Mobilität zu Ihrer Mobilität. Der nächste Zuschauer fragt, was fahren Sie persönlich für ein Auto? Wow, also das ist eine gute Frage, aber das ist auch einfach, weil wir als Konzernvorstände relativ viel verschiedene Autos fahren müssen, haben wir einen Pool, auf den wir praktisch zurückgreifen und wir versuchen eigentlich jeden Tag unterschiedliche Autos zu fahren. Bei 12 Marken ist das, glaube ich, auch gut angebracht und das ist vom ID3 über ID4 der Marke Volkswagen bis zum e-tron bei Audi, auch mal ein Taycan dabei von Porsche, der dann auch viel Spaß macht. Ja, also alles, was der Konzern hergibt, versuchst du zu fahren, so viel wie möglich, ja, um auch zu sehen, bist du da zurecht. Du musst ja ein Gefühl für dein Produkt haben. Ja, wenn wir jetzt nur im Besprechungsraum sitzen würden, würden keine Chance haben, unsere eigenen Produkte kennenzulernen, zu erleben, dann würdest du ja auch ein bisschen Schwierigkeit haben, wie sieht das der Kunde. Und es fallen halt auch viele Dinge auf, die dann auch wieder in die Vorstandssitzung reingehen oder in andere Meetings, wo ich sage, da müssen wir nochmal oder da nochmal ran. Womit sind Sie heute angereist? Heute steht hier vor der Tür ein blauer ID4. Sehr gut. Cool. Dann kommen wir jetzt zu der Frage, die normalerweise die letzte Frage ist und die sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch unser Programm zieht. Wir haben heute ein bisschen was abgeändert, das heißt, wir machen eine Zuschauerfrage als allerletzte Frage, aber als vorletzte Frage stelle ich Ihnen die Frage, die wie gesagt alle anderen vor Ihnen auch schon beantworten durften. Und zwar, Herr Schmal, stellen Sie sich vor, Sie sind nochmal in unserem Alter und in dem Alter unserer Zuschauer, also Anfang 20. Was wären so die 3 Tipps, die Sie Ihren 20-jährigen Ich mit auf den Weg geben würden, mit all der Erfahrung, die Sie jetzt haben? Wow, da muss ich lange zurückdenken. 20 Jahre ist natürlich für mich ein großer Sprung. Wenn ich jetzt 20 wäre, was würde ich machen? Also ich glaube, man darf sich erstens nicht von aktuellen Themen, sei es Corona, anderen Themen, ich merke, dass es ein Umdenken bei jungen Menschen gibt, die weggehen von Risiken und sich mehr Sicherheiten suchen. Ich glaube, das ist falsch. Ja. Ich glaube, man muss, wenn man unternehmerisch unterwegs sein will, ja, wenn du Beamter werden willst, ist okay, ist deine persönliche Entscheidung, aber wenn du unternehmerisch bist, musst du bereit sein, Risiken zu gehen. Ja, also die Bereitschaft musst du einfach dir erhalten. Ich glaube, Transformation oder Karriere ist immer Transformation. Du musst dich bewegen wollen, du musst mobil sein. Ja? Es klopft keiner an deine Tür und sagt, komm mit. Also du musst von dir aus Initiative, von dir aus Antrieb mitbringen. Ja? Und das Dritte ist, man muss aufpassen und das ist eine große Gefahr im Laufe des Lebens. Du musst lernfähig bleiben. Also du kannst nicht jetzt sagen, du hast ein Examen gemacht und das ist der Abschluss, damit gehst du jetzt dein ganzes Leben durch, sondern du musst für viele Themen, die wir im Studium überhaupt nicht hatten, sei es K-Software oder andere Themen, musst du immer offen sein. Du musst dir einen Weg schaffen, das auch aufzunehmen. Ja, du musst Kanäle suchen, als offenes System durch die Welt zu laufen und Dinge weiter aufzunehmen und nicht als geschlossenes System zu sagen, ich habe alles, was ich weiß und damit komme ich durchs ganze Leben. Sehr gut. Kommen wir zu der letzten Frage. Warum würden Sie jungen Menschen empfehlen, eine Karriere im Volkswagen-Konzern anzustreben oder zu führen? Das ist eine einfache Frage. Ist sie natürlich nicht. Weiß nicht, was die anderen Menschen, die hier mit euch reden, gesagt haben. Fakt ist, dass, sage ich jetzt mal ganz offen auch, also als ich hierher gekommen bin, habe ich gedacht, wow, ein Jahr, gell? Dann bist du irgendwo anders. Du machst jetzt hier so ein Jahr, bist nicht gleich in Sack hauen, dann machst du mal ein Jahr. Und ich habe kaum Menschen getroffen, die gesagt haben, sie machen länger als ein Jahr. Ich bin 30 Jahre heute hier. Ja, das zeigt, dass der Volkswagen-Konzern wohl eines der faszinierenden Unternehmen ist, die wir in der Branche haben, weil wir international sind, weil wir mit 12 Marken eine Chance haben, sehr schnell auch Verantwortung zu übernehmen in sehr hohen Positionen. Ja, wenn du in so ein Markenunternehmen gehst, dann gibt es einen Vorstand und dann gibt es halt einen Vorstand. Ja, du hast halt hier 12 und du hast Perspektive. Und du kannst natürlich wahnsinnig breit arbeiten. Ja. Du kannst von der Entwicklung über den Vertrieb in die Produktion gehen. Das ganz international. Und da muss ich immer sagen, das hat mich immer wieder aufgebaut. Und was mich besonders aufgebaut hat, wenn ich mal down war, dann hast du immer Menschen, die mit dir, du hast immer schon viele Menschen, auf die du zugehen kannst.
Ja, und du findest immer viele Menschen, die dich wieder motivieren können. Und das ist das Faszinierende am Volkswagen-Konzern mit 600.000 Menschen. Herr Schmal, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Ich schaue mal in die Kamera. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich bin mir sicher, dass Sie durch diese spannenden Einblicke aufgezeigt haben, dass VW wirklich ein Konzern mit Zukunft ist und durch Ihre Karriere vielleicht auch sicher oder sicherlich den einen oder anderen jungen Menschen Lust gemacht haben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Ich meine, ich glaube, wir haben alle was davon, wenn wir schaffen, hier Konkurrenz zu der amerikanischen und asiatischen Autobauern zu bieten. Und ein starkes VW ist auf jeden Fall gut für uns alle. Vielen Dank und noch alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank.